Servus Leute! Colossal Order hat gestern am Abend für Aufsehen gesorgt, indem sie einen neuen Trailer zu CS2 veröffentlicht haben. Im letzten Video zweifelte ich noch an den Screenshots und wollte aus den Socken gehauen werden. Ich habe die Socken zwar noch an, sitze aber mit ein paar blauen Flecken am Hintern am Boden. Ich habe mit einem Kollegen diesen Trailer analysiert und wir haben so einiges gesehen, was dich mit Sicherheit interessiert. Wenn du dir die Autobahn etwas genauer ansiehst, wirst du merken, dass der Spurverlauf der Straßen deutlich verfeinert wurde. Auf der rechten oberen Ecke siehst du zwei Spuren bei der Ausfahrt. Die Spur, welche nicht zur Autobahn führt, wird von zwei Spuren auf eine gelegt. Es liegt also sehr nahe, dass du den Spurverlauf der Straße selbst einstellen kannst. Die Spurzusammenführung könnte auch einen kleinen Hinweis geben, dass auf Autobahnen Beschleunigungsspuren sowie Abfahrtsspuren geben kann. Im ersten Teil waren die Autofahrer doch sehr überfordert, links oder rechts, viele bleiben einfach stehen und manche entschieden sich für die Offroad-Strecke durch die Mitte. Auf den ersten Blick haben wir hier eine schöne Skyline vor uns. Doch wer genau hinsieht, wird etwas bemerkt haben. Frau Müller im vierten Stock trägt keinen BH. Und natürlich die Tankstelle in der linken Ecke. Im Cinematic-Trailer wurde schon über die Tankstelle gesprochen, ein Hinweis, dass das Spiel die Unreal Engine verwendet. Das ist aber schon ein alter Hut, Cities Skylines 2 wird mit der Unity Engine entwickelt. Doch die Tankstelle könnte dennoch ein sehr interessanter Hinweis sein. Diese wirkt auf dem Bild gezielt platziert, also nicht als Gewerbegebiet wie im Vorgänger. Könnte Colossal Order ein wenig auf die Arbeit des Sitznachbarns geschielt haben? Bei Workers and Resources Soviet Republic brauchen die Fahrzeuge Treibstoff. Kann es sein, dass bei CS2 der Treibstoff ebenfalls eine Rolle spielen wird und wir Tankstellen in der Stadt verteilen müssen? Wäre ein cooles Feature. Warum diese Vermutung? Du siehst, wie sich die Stadt in diesem Clip verändert, doch die Tankstelle bleibt gleich. Also könnte sie ein fix gebautes Gebäude sein. Kommen wir nun zu den Gebäuden. Diese sind ein wenig aufgehübscht worden, doch viel Unterschied zum ersten Teil weisen sie nicht gerade auf. Doch das kann sich aber bis zum Release auch noch ändern oder ich habe noch ein anderes Bild zu Teil 1 im Kopf. In der Ferne kannst du noch ein weiteres kleines, aber feines Detail erkennen. Der Quai wirkt sehr rund und schmiegt sich an der Küste an. Es wurde anscheinend sehr stark an den Hafengebäuden sowie Umfeld gearbeitet, damit diese authentischer wirken. Links siehst du einen Turm, welcher etwas abgelegen wirkt. Wahrscheinlich das Stiefkind vom Donauturm oder eine Aussichtsplattform. Es könnte sich hier tatsächlich um ein Spezialgebäude für den Tourismus handeln, welcher wie in Teil 1 wieder eine große Rolle spielen wird. Und bevor du weiter auf deinem Bildschirm herumwischst, das Bild ist komplett in Ordnung. Und diesen braunen Schleier hast du nicht vom letzten Toilettengang mitgenommen, das ist die Luftverschmutzung der Stadt, welche nun deutlich sichtbar ist. Die nächsten zwei Bilder zeigen einen Kreisverkehr und, etwas bemerkt? Es gibt eine Spurführung, welche schon die Vermutung bestätigt, dass du die Spur selbst einstellen kannst. Die rechte Spur erlaubt das Abbiegen nach rechts und das Geradeausfahren. Die linke Spur erlaubt das Geradeausfahren und das Abbiegen nach links. Also nicht gleich, sonst gibt es Blechsalat. Bitte hör den Navi zu und nimm die dritte Ausfahrt. In der Zeit, als du meine schlechten Witze lauschen musstest, ist dir bestimmt aufgefallen, dass die Fahrbahn helle und dunkle Flächen aufweist. Das wird die sichtbare Abnutzung bzw. Verwendung der Straße sein. Bei einem späteren Bild wirst du ein Icon im Straßenbaumodus sehen, welches mit einem Schraubenschlüssel abgebildet ist. Die Instandhaltung der Straßen wird wieder in dein Aufgabengebiet fallen. Bei diesem Kreisverkehr gibt es einen besseren Einblick. Am Boden siehst du die Gebotszeichen und wie es aussieht, dürfen die Kraftfahrzeuge, welche von der rechten Straße einfahren, nicht die erste und zweite Ausfahrt nehmen, sondern erst die dritte. Wir haben nun definitiv Einfluss auf den Spurenverlauf. Der Gleiswurm quert hier den Kreisverkehr. Da der Schienenverlauf doch etwas schräg ausfällt, gehe ich davon aus, dass der Kreisverkehr kein Schienenelement zur Auswahl hat. Die Gleise können anscheinend nachträglich eingebaut werden und das bringt dem Ausbau des Straßenbahnnetzes wirklich viele Vorteile und ist einfacher als im ersten Teil. Und zum 10. Mal, die Straßenbahn ist von Anfang an dabei und nicht erst als 25€ DLC verfügbar. Dafür sind die Fahrscheine etwas teurer geworden. Genieße kurz dieses Bild. Herrlich, nicht wahr? Warum ich dir genau diese Szene zeige, hat nur einen Grund. Die Nordlichter einfach. Aber durch die Aurora Borealis ist der Anblick der eigenen Stadt dann noch epischer.
Es ist nun Zeit für eine kleine Spekulation. Sie ist auch wirklich sehr weit hergeholt, also nimm sie bitte nur halb ernst. In diesem Clip zeigt Colossal Order eine Rückbildung der Stadt bis zum Ursprung. Diese schönen Aufnahmen verbergen aber vielleicht ein kleines Geheimnis. Sieh dir den Berg im Hintergrund mal etwas genauer an. Vielleicht habe ich als Ösiger einen geschädigten Blick auf Berge oder als Wiener überhaupt keine Ahnung von der Natur. Aber diese Schneespur sieht irgendwie aus wie eine Skipiste. Selbstverständlich kann dieser Anblick auch täuschen. Doch bei der Entwicklung der Stadt verschwindet die Piste vor dem Schnee auf den anderen Bergen. Was denkst du über diese Vermutung? Knick in meiner Optik oder könnte etwas Wahres dahinter stecken? Hier auf diesem Bild merken wir die Ausmaße der Karte, welche gigantisch groß ist. Im Schriftzug wird angemerkt, dass wir Städte bauen. Die Karte ist enorm groß und wir können bestimmt einige Vorstädte und Dörfer auf der Map erstellen. Bei den folgenden Bildern und Clips wird das Ausmaß der Karte noch einmal deutlich sichtbar. Hier siehst du eigentlich nichts Besonderes. Naja, eine Kleinigkeit gibt es aber doch noch anzumerken. Schau dir mal die Straße mal etwas genauer an. Du erkennst drei kleine Zeichen am Fuße der Straße. Ich gehe mal davon aus, dass dies die Rohrverbindungen sind. Wasser, Abwasser und das dritte könnte die Heizung sein, da wir ja aufgrund der Jahreszeiten im Winter für Wärme sorgen müssen. Hier sehen wir ein Straßennetz, welches gezogen werden kann. Durch den Tool-Mode ist dies jetzt möglich und erleichtert dir den Ausbau eines neuen Stadtteils. Der Umriss könnte die Reichweite der Versorgung darstellen, also Strom, Wasser und so weiter. Wenn wir uns die Auswahl mal etwas genauer ansehen, wirst du bemerken, dass es mehrere Optionen gibt. Vorgefertigte Kreuzungen sowie Kreisverkehre, Parkplätze, zu diesen komme ich später noch einmal zurück, und die Straßeninstandhaltung. Diese kennen wir schon aus den Vorgängern, welche als DLC hinzukamen. Auf einer gepflegten Straße fährt es sich schneller und sicherer. Gut für den Transitverkehr, aber auch für die Bewohner. Nichts ist ärgerlicher, wenn du über die Ringstraße fährst und die Schlaglöcher deine Milch im Kaffee zu Butter rütteln. Ein sehr interessantes Bild haben wir da vor uns. In City Skylines haben wir drei Optionen: schwach, mittel und stark bebautes Gebiet. Die vierte Option ist ein Mischgebäude. Hier siehst du ein Wohnhaus mit Geschäft im Erdgeschoss. Ein Gebäudetyp, welcher von den Fans stark erwünscht wurde und jetzt in den zweiten Teil gefunden hat. Die beiden weiteren Funktionen wirken wie Plattenbau und Hochhausstrukturen. Das große Raten hat nun ein Ende. Die violetten Gebäude gehören nicht der Austria Wien, sondern sind Bürogebäude. Wirkt jetzt nicht gerade sensationell, doch es erleichtert deine Analyse zu dem Bedarf der Bewohner. Im Vorgänger gab es drei Balken: Wohnraum in Grün, Gewerbe in Blau und Industrie sowie Agrar in Gelb. Doch welche Nachfrage musste gestillt werden, wenn der blaue Balken trotz vieler Gewerbeflächen nicht sinkt? Meist waren es Büros, welche benötigt wurden. Nun haben wir gleich mehrere Balken. Sogar die verschiedenen Wohnviertel haben nun einen Bedarf und es wird für dich gleich schlüssig, welches Gebiet demnächst gebaut werden soll. Dieses Bild verbirgt auch wieder drei interessante Neuerungen. Zum ersten können nun Schnellstraßen gebaut werden. Das sind die Burschen mit der typisch amerikanisch gelben Sperrlinie in der Mitte. Beschleunigungsstreifen sind anscheinend ebenfalls mit dabei. Das sieht man hier ganz leicht in der unteren linken Bildschirmecke ein wenig. Und neu dabei die Lärmschutzwände. Somit könnte die Autobahn auch quer durch bewohnte Gebiete führen und den Lärm ein wenig abschwächen. Für einige ist dieses Bild kein Kommentar wert, aber ich bin begeistert. Die Brücken können nun parallel gebaut werden. Nie wieder Stunden an einer Brücke sitzen, weil die beschissenen Sterne nicht parallel zueinander stehen wollen oder unterschiedliche Gefälle aufweisen und die Brücke daherkommt, als hätte sie gestern Nacht mehrere Jägermeister mit der schiefen Fußgängerbrücke gesoffen. Wenn wir schon beim Saufen sind, hier die Universität. Anscheinend kannst du einige Spezialgebäude upgraden. Du siehst hier, wie groß das Feld der Universität ist. Das grün gekennzeichnete Gebäude ist das Hauptgebäude. Der Nebentrakt ist blau unterlegt und könnte daher ein Zubau sein, welcher erst später auf dem Feld gesetzt werden kann. Dasselbe gilt anscheinend für die Plätze, Parkanlagen und Parkplätze. Dieses Gebäude ist das Straßenbahndepot. Sieh dir mal die Wohnhäuser zum Vergleich an. Winzig, nicht wahr? Die Depots weisen nun eine realistische Größe auf. Im Vorgänger waren diese eher klein, vermutlich auch um Platz zu sparen aufgrund der geringen Größe der Map. Hier sehen wir nicht nur eine schöne Stadt mit einem sehr schönen Lichteinfall der Sonne, Parkplätze scheinen eine sehr wichtige Rolle in CS2 zu spielen. Diese haben wir ja schon öfters in diesem Video gesehen. Wie in deiner Stadt benötigt auch deine virtuelle Stadt viele Abstellplätze für die PKWs. Wie sollen die Bewohner sonst ihre Wohnungen, Familien, Freunde und Arbeitsplätze erreichen?
U-Bahn, Straßenbahn und Bus bieten hier sicher eine Alternative, aber viele werden mit dem Auto fahren, wenn du kein gutes Öffi-Netz besitzt. Die Parkplätze kannst du auch selber erstellen, wie du gemerkt hast. Die Bewohner werden auch auf Parkstreifen auf den Straßen parken, aber bei einer Millionenstadt werden dir nach und nach die Straßen ausgehen. Hier siehst du ein kleines Industriegebiet. Herrlich, wie der Rauch aus dem Schornstein aussieht. Links siehst du ein Zugdepot und nochmal den Vergleich, wie gigantisch dieser aussieht. Planung wird im CS2 nochmal eine höhere Bedeutung als im Vorgänger haben. Nun hast du mehr Informationen zum Straßenverkehr. Du siehst hier zwei verschiedene Anzeigen. Die erste ist bekannt, der Verkehrsfluss wird dir typisch in grün bis rot angezeigt. Die zweite Anzeige gibt dir die Information zu dem Volumen der Straße, also wie viele Autos dort Platz haben bzw. fahren. Du kannst also eine staugefährdete Straße ausbauen, um das Volumen zu erhöhen, damit der Verkehr dort wieder flüssiger vonstatten geht. Das konntest du bereits schon im ersten Teil, doch die Volumenanzeige gibt dir jetzt ein besseres Bild über die Lage. Im Diagramm erkennen wir nun die Auslastung zu den verschiedensten Tageszeiten. Wie im Vorgänger gibt es auch in City Skylines 2 natürliche Ressourcen. Jede Karte hat verschiedene Rohstoffe, welche du ausbeuten kannst. Diesmal wird anscheinend Tierzucht und Anbau getrennt und können separat erstellt werden. Auch hier noch einmal der Blick auf die Größe der Map. Der Bezirk wirkt schon sehr groß und könnte im Vorgänger 4 Kacheln einnehmen. Und das ist nur ein Teil der Stadt und es gibt noch immer genug Fläche. Hier eine Szene mit der Versorgung und hier siehst du die gigantischen Weiten der Karten aus einem anderen Blickwinkel. Ein schöner Anblick auf diese herrlich weite Landschaft. Sieh dir diese atemberaubende Stadt an. Die Grafik ist bombastisch und es gibt auch hier einiges zu entdecken. Ein gigantisches Footballstadion zeigt uns, dass Sportveranstaltungen wieder dabei sein werden. Fußball scheint nicht so der Favorit bei Colossal Order zu sein. Das Fußballfeld wurde auf die Mini-Insel verbannt. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich geirrt und in meinem vorherigen Video City Skylines 2 und Colossal Order Unrecht getan. Der zweite Teil bringt dann doch sehr viele Neuerungen und eine sehr schöne Grafik. Die Stadt sieht realistischer aus und die Möglichkeit, diese nach seinen Wünschen zu formen, scheint sehr groß zu sein. Der Release wurde auch schon bekannt gegeben. City Skylines 2 erscheint am 24. Oktober 2023. Wie ich Steam kenne, wird es erst am 25. soweit sein. Du kannst das Spiel bereits schon vorbestellen. Der Preis für 50 Euro ist dann doch überraschend angenehm ausgefallen. Aber wir wissen ja, eine DLC-Flut wird auf jeden Fall eintreffen. Für 90 Euro im Angebot erhaltest du das Basisspiel und den Expansion Pass, welches schon die ersten DLCs enthält. Tada, was für eine Überraschung, nicht wahr? Wer hätte das gedacht? Doch man muss zugeben, die DLCs im Vorgänger waren schon eine feine Sache. Das San Francisco Set wird sofort freigeschalten und bringt dir mal die Golden Gate Bridge ins Spiel. Vielleicht sogar ein paar Skins wie die berühmte Straßenbahn. Was sagst du zu City Skylines 2? Hat dich der Gameplay Trailer überzeugt? Wenn du noch einen City Builder für die Überbrückung suchst, dann kann ich dir Ostriff sehr empfehlen. Sieh es dir gleich einmal an. Stay epic with Play Epic. Pfiat dich.